In diesem Video nur kurz ein cooles Feature in Visual Studio. Ich habe es hier in Visual Studio 22 in der Preview geht, aber auch in Visual Studio 2090 und zwar die C-Sharp Interactive Shell. Also diese Shell ist immer dann da, wenn wir eigentlich nur ein Miniskript brauchen, wo wir sagen, okay, ein einzelnes Projekt will ich gar nicht dafür machen. Ich will aber irgendwie programmieren, ich will kurz Code ausführen und dazu unter View, Other Windows, C-Sharp, Interactive. Gibt es auch für Python, Node.js, F-Sharp und was ihr sonst noch installiert habt. Und das ist echt eine coole Sache. Denn jetzt haben wir, ja, so ähnlich wie im Python in der Command Line oder so ähnlich, eine interaktive Shell, mit der wir direkt programmieren können. Und ein Beispiel gleich aus der Praxis, über das ich gerade gestolpert bin, ist: Ich habe einen Ordner mit 1500 Dateien. Ich habe da ein Skript laufen, das die Dateien liest. Ich habe das Skript aktualisiert und alle alten Dateien will ich jetzt Präfix mit einem Underscore, um sie nachher zu vergleichen. Irgendwie so. Und dazu ganz einfach, ich kopiere mal den Pfad, wo meine Dateien liegen. Ja, Spring Path ist gleich das da. So, hier liegen die und ich kann hier einfach C-Sharp-Code schreiben und ich habe Enter gemacht und durch das Enter, ich sehe es an einem Pfeil, hat er diesen Code jetzt ausgeführt. Aber ich kann natürlich auch mehrzeilig machen. Also ich mache for each var file in new system io directory info. Wie gesagt, natürlich kann ich das in einem ganz normalen Projekt machen, in einer Konsolenanwendung, die lasse ich laufen und dann lösche ich es wieder. Aber wozu? Brauche ich ja nicht. Also geschwungene Klammer auf, ich sehe jetzt einen Punkt, das heißt, es geht noch weiter, if ja, file name starts with, ein paar habe ich natürlich händisch bereits gemacht, um zu prüfen, ob das andere Skript funktioniert. Und ich habe auch, nein, nicht to look up, to lower, ich habe auch ja, den Buchstaben A bereits erledigt, sozusagen. So. Und jetzt will ich einfach die Dateien replacen. Ich mache jetzt die geschwungene Klammer nicht, nur damit man sieht, dass auch das ganz normal funktioniert, wie man es von C-Sharp gewohnt ist. System.io file move. Ich mache sozusagen ein rename file full name, den Altnamen in path plus mit underscore und file.name. Einfach nur ein mini kleines Skript, das ich jetzt gerne hätte, dass er ausführt. So, kein Beistrich, sondern ein Plus. Man sieht auch, ja, Coding, Syntax, Highlighting, Fehler etc. So, ich mache Enter und es hat mir, okay, Find and Found, ich habe mich vertippt im Dateinamen irgendwo. Aber was jetzt ist, er führt den Code aus jetzt und dann sehe ich auch, das ist wieder so da. Also ich werde das korrigieren auf den richtigen Pfad und alles ist prima. Ja, die C-Sharp Interactive Shell, hier kann ich wieder löschen, ich kann mir wieder so Previous, History etc. mir anschauen, was sind denn die Codes, die ich so reingegeben habe. Also, viel Spaß beim Ausprobieren und eine nette Sache für alle Skripts, die kein eigenes Projekt vertragen oder brauchen. Ciao! Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.